Philosophie ist die Liebe zur Wahrheit, das Suchen und die Sehnsucht nach wichtigen Fragen unseres Lebens. So bewirbt der sogenannte Treffpunkt Philosophie seine regelmäßig mitten in Dornbirn stattfindenden Diskussionsveranstaltungen. Leiterin Dr. Christina Ruasch, was genau ist der Treffpunkt Philosophie? Philosophie ist die Liebe zur Wahrheit. Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Und genau als das, als so eine Plattform versteht sich auch der Treffpunkt Philosophie, nämlich den Menschen von heute, den Menschen des 21. Jahrhunderts, genauso wie den großen Philosophen von früher, die Möglichkeit zu bieten, ihr Leben zu erkunden, Erkenntnisse zu gewinnen und diese ins Leben umzusetzen. Heute Abend findet hier bei Ihnen in der Marktstraße die Veranstaltung Die 10 Geheimnisse der Liebe statt. Was genau erwartet die Besucher dieser Veranstaltung? Ich muss eine kleine Korrektur aussprechen. Es findet heute im Kolpinghaus statt, da dieser Raum uns einen größeren Rahmen bietet. Eine große Frage der Philosophie ist die Frage des Glücks des Menschen. Glück hat sehr viel mit liebevollen Beziehungen zu tun, nicht nur unter Partnern, sondern auch zwischenmenschlicher Natur. Trotzdem leben wir heute in einer Zeit, wo wir scheinbar trotz immer mehr Kommunikationsmedien immer weniger liebevolle Beziehungen pflegen, immer mehr Vereinsamung erleben, immer mehr Isolation, Menschen, die kaum mehr zur Kommunikation fähig sind. Und mit diesen 10 Geheimnissen der Liebe möchten wir heute ein Thema aufgreifen, das uns wieder ermöglicht, mithilfe von Respekt, Freundschaft, Vertrauen, Berührung und so weiter, eine Methode für uns zu haben, wie wir aktiv diese Beziehungen pflegen können. Glück und Liebe ist kein Zufall. Glück und Liebe muss erobert werden und muss erlebt werden und aktiv gehandelt werden. Frau Ruasch, laut dem Sekten- und Weltanschauungsreferat der katholischen Kirche steckt hinter dem Treffpunkt Philosophie eine in Südamerika verwurzelte Organisation namens Neue Akropolis, die recht hierarchisch aufgebaut ist, so sagte man uns am Telefon. Was sagen Sie dazu? Dazu kann ich Ihnen empfehlen, das Ministerium in Wien auch zu kontaktieren, wo Akropolis in Österreich und weltweit eindeutig nicht als Sekte klassifiziert wird. Leider gab es solche Anschuldigungen in der Vergangenheit. Sie wurden aber Gott sei Dank geklärt und so freuen wir uns, dass wir schon seit längerer Zeit durch diese neuen Broschüren, durch neue Informationen, wenn man nachfragt und man soll bitte überall nachfragen, wo man möchte, wirklich Gott sei Dank mit dem nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Obwohl die Neue Akropolis von der Liste der Sekten gestrichen wurde, ist im Internet, wenn man sich mal ein bisschen durch die einschlägigen Seiten sucht, immer noch auf vielen Seiten die Rede von einer Sekte. Von einer Sekte nämlich, die versucht, Menschen an sich zu binden, straffe Hierarchien aufzubauen und unter dem Deckmantel der Philosophie das Vertrauen der Leute zu erschleichen. Ist das eine Falschinformation oder ist da etwas dran? Leider ist es so, dass das, was heutzutage jeder ins Internet schreiben kann, auch sehr lange Zeit dort verbleibt. Ich empfehle dazu, den Weg des Philosophen zu gehen und der Philosoph möchte selbst die Wahrheit erkunden. Ich empfehle jedem, der mit diesen Informationen konfrontiert ist, sich selbst ein Bild zu machen und aus dem Mainstream der heutigen Zeit auszubrechen, der uns in höchstem Grade manipuliert. Machen Sie sich selbst ein Bild, kommen Sie vorbei, schauen Sie, welche Menschen hier sind im Treffpunkt Philosophie, schauen Sie, welche Philosophien wir vertreten. Ein größter Punkt ist, zu eigenständigem Denken zu gelangen, was scheinbar für viele Richtungen heutzutage gefährlich sein kann. Stichpunkt Pharmaindustrie, Politik, Werbung. Wir wollen alle werden oft in einen Mainstream-Schema gepresst, manipuliert und diese Richtungen verlieren sehr viel an Macht und an Kraft, wenn der Mensch wieder beginnt, eigenständig zu denken und eigenständig zu handeln.